So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen Let's Play World of Warcraft Mists of Pandaria. Ja, das ist Folge 2 oder, ja, eigentlich kann man sagen, die erste richtige Folge, aber bisher haben wir ja noch nichts gemacht. Also fangen wir mal direkt an mit den Questen und gehen hier mal zu diesem netten jungen Mann und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Euch zu sehen. Ich lese jetzt mal nicht alles vor. Ich glaube, das wird dann alles ein bisschen sehr langweilig. Steht uns noch Nehmt bevor. Euch einen Schülerstab und legt ihn an. Dann machen wir das doch mal. Wo befindet sich dieser Schülerstab? Gehen wir hier runter. Ah, da blinkt es. Ich würde mal sagen, da ist ein Schülerstab. Dann haben wir auch jetzt unseren Schülerstab. Und wir haben ihn angelegt. Ich bin selbst erstaunt, dass ich noch weiß, wie das geht. Gehen wir mal vergesst zurück zu diesem netten Mann. Quest aber vergesst beenden. Niemals Güte. Zerstört 5 Übungsziele. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, die Sache ist die, ich habe insgesamt 6 Jahre lang doch recht intensiv warum benutzt sie den jetzt nicht? Verstehe ich nicht, egal. Doch recht intensiv World of Warcraft gesuchtet. Doch, man kann schon sagen, also teilweise war es wirklich eine Sucht. Da ging es kein Tag ohne, da war das schon schlimm genug, dann abends irgendwann doch mal schlafen zu gehen. Naja, abends, sagen wir eher nachts. Und ja, eine Zeit lang auch recht erfolgreich angefangen in einer netten Gilde, später eine eigene Gilde gemacht und die lief dann auch, ich glaube, ein Jahr lang sehr gut, aber dann wurden die Interessen innerhalb der Gilde zu verschieden und dann ja, hat es mir so ein bisschen das Herz gerissen. Das war alles so anstrengend. Ich konnte nicht jeden zufriedenstellen. Und dann habe ich für mich entschlossen, den Schlussstrich zu ziehen. Jedoch habe ich nie ganz die Hoffnung aufzugeben, doch wieder zu spielen. Ich habe es ja auch bei jedem Add-on wieder es mir geholt und angefangen zu spielen. Aber nie so intensiv. Und die Freude ist leider auch nie so wiedergekommen wie damals mit den alten Freunden zusammen. Wo ihr wandelt. Naja, deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Let's Play gefreut. Ich freue mich einfach mal wieder zu spielen und wieder so ein kleines Ziel zu haben, in dem ich euch einfach ein bisschen die Welt zeige und näher bringe. So, als nächste Questziel bezwingt 6 Hu Yu Jin oder Zu Chui Schüler. Ja, dann machen wir auch dies, würde ich mal behaupten. Was haben wir denn hier? Kleiner Zuckerrohrstängel. Achso, das ist unserer Heilzauber. Ach nee, das ist Essen. Ach, wir haben jetzt schon Rüstung bekommen. Ja, die ist besser. Dann gucken wir mal. Da sehe ich einen blau markierten Bereich. Dann gehen wir doch mal dahin, würde ich sagen. Guten Tag. Nicht so eilig. Oh, 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 der schimpft schon mit uns, aber nicht trainieren. Oh, oh, dann gehen wir mal lieber schnell weiter, würde ich sagen. Hier liegen Skelette. Das macht mir jetzt Angst. Weil ich sagen muss, die Skelette sehen irgendwie... Und hier erinnert mich an Mickey Mouse und so. Ich weiß nicht, wieso, wie das hier. Dann sagen wir einfach mal, guten Tag hier. Ich möchte kämpfen. Ah. Das ist zu weit entfernt. Dann nehmen wir mal die nächste, wa? Würde ich sagen, unser Leben ist ja noch ganz gut. Ich habe zu wenig Energie. Noch nicht bereit. Hast du nicht mal so einen Drücker, Energie, dass man Dauer greifen kann? Ach, das war dieses in Schlaf versetzen. Wirklich cool. ich glaube, das müssen wir uns nochmal angucken. Oh, das dauert jetzt auch 2 Minuten. Das ist natürlich ärgerlich. Ich muss näher ran. So. Ich
genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht. Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Unser Leben. Ich bin außer Reichweite. Ich sollte mich mal hinsetzen, was essen und in der Zeit. Komm mal, können wir den ausmachen, den Chat? So ein bisschen. Gucken mal. Na. Konnte man das denn hier einstellen? Nee, Kontakte möchte ich auch nicht gucken. Habe natürlich einmal in der Kontakte drin, weil ich ja natürlich... Oh, wir können auf Pandarisch umstellen. Wie das lassen wir. Weil ich ja natürlich mein Battle.net-Account hier drin sind. Dementsprechend kann man das natürlich alles sehen. Gucken wir mal. Nichts vom Chat zu sehen. Vielleicht in der Anzeige. Nein. 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 Ach, wir machen mal die Namen ein, würde ich mal sagen. Oh ne, das ist das. Genau. Tiere und Haus in der Tiere und Haus hier, das war... Ja, machen wir den unseren Namen an, oder? Ach, wir machen ihn an. Ja, ich muss ja auch mal wieder kommen. Ah. Das sieht doch schon mal... Könnte jetzt schon, glaube ich, das sein, was uns gefehlt hat. Ihr seid herzlichst willkommen. Ah, dann schauen wir uns jetzt auch nochmal diesen geilen Move an. So, wie war das? Was er für ein Gesicht zieht, ist auch so geil. Herrlich. Herrlich. Okay. Was ist so? Ich habe zu wenig Energie. Der Kackstil, der wilde Tiger. Wir kämpfen hier im Stil des wilden Tigers. Wow. Ich muss sagen, bisher, ich mag die Pandaren sehr. Vorher noch nicht gespielt. Ich habe mir zwar das Addon sofort geholt und habe auch gespielt, aber... nee, das ist auch doof. Aber, der im Kampf. Ich habe noch nicht die Pandaren gespielt. Ich habe halt nur meinen alten Akira gespielt und ein bisschen mir die neuen Länder angeguckt, aber mehr auch nicht. Jetzt haben wir es aber doch ein bisschen doof gemacht mit den... Ah, so machen wir das. Das sieht besser aus. So, der alte Mann läuft uns scheinbar hinterher. Ich hoffe, das stalkt uns nicht. Gehen wir es mal ab. Was haben wir bekommen? Nähert sich rasch. Ein Gürtel für die Taille. Ja, der ist besser als die Wand. Ein Reismeister Chang zieht die Flamme und verbrennt dann das Edikt der Mäßigung. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Soll ich den jetzt angreifen? Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Jetzt müssen wir uns doch mal durchlesen. Jede Weisheit hat einen rechten Ort und eine rechte Zeit, aber die Zeiten ändern sich für all diejenigen, die auf Shenzhen Su leben. Für diese Lektion bitte ich euch um zwei Dinge. Zunächst halte ich eine Flamme in meiner Hand. Konzentriert euch und versucht sie, mir zu entreißen. Sobald ihr euch bereit fühlt, solltet ihr erfolgreich sein, möchte ich, dass ihr den Tempel besteigt und das Edikt der Mäßigung verbrennt, das ihr dort oben findet. Vergesst Verletzung. Aber vergesst niemals Güte. Ich freue mich, euch zu sehen. Hat's immer noch nicht kapiert, wie das funktioniert. Ach ja. Schlaf versetzen geht auch nicht. Ich muss näher ran. Meine Zeit ist bald vorüber. Geht nicht. Doch eure Zeit nähert sich rasch. Bei eurem ersten Versuch. Jetzt bringt die Flamme zur obersten Ebene des Tempels und verbrennt die Schriftrolle, die ihr dort findet.
Wie haben wir das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wir haben es geschafft. Das ist ja schon mal etwas. Das heißt, wir müssen hier nicht stundenlang rumsitzen und ausprobieren, wie es geht. Ist das hier oben? Ist das der Tempel? Nee, ich glaube nicht. Sieht auch nicht nach Tempel aus. So. Schauen wir doch mal. Hüpf. Hat nur einen Sprung. Hier liegen mal Skelette. Oh, die Horde hier? Nee, das geht ja auch nicht. Die Pandaren sind hier weder gut noch böse. Das funktioniert also auch nicht. Ich setze den Berg hoch. Guten Tag. Schüler nehmen. Du bist nur ein Schüler. Nee, mit Schülern spreche ich nicht. Ich bin hier der Auserwählte und so. Die Auserwählte. Ich rede da nicht mit einfachen Schülern. So weit kommt es noch. Lampenanzünder Deng. Eieiei, wenn einer Deng heißt, das ist ja besser nicht. Berichtet mir von euren Reisen. Ja, okay. Sehr interessant. War sehr nett, mit dir zu reden. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ich würde sagen, wir gehen zu diesem hammermäßig großen Gebäude, das mir wirklich sehr verdächtig nach Tempel aussieht. Und schauen mal, ob wir das da abgeben können. Es sind überall so viele lustige Sachen. Oh, wie süß ist das denn? Oh, wie putzig. Ein weißer Wolf. Jetzt bleib doch mal stehen, Alter. Oh, wie knuffig. So. Ich hab mich wieder, ja. Kann weitergehen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein Mädchen. Das ist, Hydropanda. Ah, ja. Ich denke mir meinen Teil. Was wollte ich sagen? Ich bin ein Mädchen, ja. Ich kann da nichts für. Ah, die Bäume sehen auch sehr schön aus, muss ich sagen. Die roten Blätter hier, das gefällt. Ah, das sind alles Riesenblüten. Wie geil. Oh, das ist so schön. So einen Baum möchte ich auch haben. Am besten direkt auf meiner Dachterrasse. Das wäre geil. Schauen wir mal. Ich stehe ja auch total auf diese ganzen Pets und diesen ganzen Mädchenkram, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich fahre da total drauf ab. Was ich ein bisschen komisch finde, sind diese Pets-Kämpfe, dieses à la Pokémon. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht viel gemacht, aber... Ich weiß ja nichts, was ich davon halte, meinen armen kleinen süßen Tierchen. Jeder Horizont ist eine Schatzsuche, jede leere Karte eine Geschichte, die erzählt werden will. Liu Lang, ja. So viel dazu. Ich sah hier da irgendwo eine... Warte mal. Bin ich jetzt doch falsch gelaufen? Okay, jetzt gucken wir doch mal auf der Map. Aber ich dachte, das finde ich jetzt aber gemein. Ich war doch da oben. Und da haben die doch nur gekämpft und das verstehe ich jetzt nicht. Ich werde sagen, Klein Jenny war einfach mal wieder zu voreilig. Ach ja. Naja, dann haben wir jetzt ja schon mal ein bisschen was gesehen. nächstes Mal können wir einfach ein bisschen schneller dran vorbeigehen, müssen wir keine Beachtung mehr schenken und so, ne? Honigblattsträuch. Oh, wie süß! Oh, und die schlafen! Ja, ich glaube definitiv, dass mir dieses Let's Play gefallen wird. Trianalora, die geduldige Trianalora. Oder wie auch immer. Ein sehr außergewöhnlicher Name, würde ich mal sagen. Lalalala. Was hatte ich jetzt schon erzählt? Ach ja, ich glaube, ich habe erzählt, ne? Ich habe 6 Jahre gespielt, gesuchtet, bla bla blub. Gilde, ja. Viele verschiedene Chars gemacht. Habe immer meinen Druiden gespielt, meine kleine süße Alkira. Sonst spiele ich gerne Magier. Deswegen habe ich auch 2 relativ hohe. Und, ja, haben halt auch geradet und so, teilweise, ja doch, man kann schon sagen, wir waren schon erfolgreich, wir waren jetzt nicht die Imba-Gilde, aber ich fand uns gut.
Ich habe einige Raids geleitet, da war ich sehr stolz drauf. Bin immer noch stolz drauf. Dass wir wirklich einige Bosse durch meine Anleitung geschafft haben. Also trotz dessen, dass ich die Anleitung gemacht habe. Und ach ja, es war einfach eine geile Zeit. Es war eine geile Truppe, eine geile Gilde. Die Leute waren alle geil drauf. Man kann es einfach nicht anders sagen. Yeah, burn, burn it. So, und jetzt? Wieder runter. Alles klar. Ja, so ist das ja am Anfang, ne? Man muss viel laufen. Laufen mal weiter. Ja, also wie gesagt, es war einfach eine geile Truppe und dass dann alles auseinandergebrochen ist, dann hat das mir einfach nicht mehr so Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich habe da nie so richtig den Weg zurückgefunden. Leider, leider. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Jetzt spielen unsere wir wieder. Größte Prüfung. Yay. Steht uns noch bevor. Besiegt Zhao Minho. Ja. Dann machen wir das. Und diesmal gucke ich mir auf die Minimap und schau, wo dieser tolle goldene Pfeil hin zeigt. Hat er mir jetzt schon aber angezeigt? Das soll ja doch irgendwo sein, oder? Gehen wir wieder rausrollen. Bestimmt da drüben, ne? Ach, hätte ich's nicht gewusst. Einmal über die Brücke wieder. Shenya. Ist auch ein schöner Name. Muss man ja sagen. Shenya. Finde ich wirklich sehr schön. Eine Herausforderin nähert sich. Jawohl, OP. Hier, ich bin hier, die Auserwählte. Ich komme, um dich zu besiegen. Nicht genug Energie. Ich kann auch nicht. Aua. Alter. Ich bin außer Reichweite. Du schläfst jetzt erstmal. Und in den Rücken. Bam, bam. Bam, bam. Alter. Das ist so weit entfernt. Ey, was zieht denn der hier für eine Schose ab? Hallo? Ich kann das noch nicht tun. Hast du dich gerade selber ausgenockt, oder? Ich muss näher ran. Das ist so weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Okay, immer dieser Feige, das ist dann immer zugunsten für uns. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss ihn. Jetzt haben wir ihn ja gleich. Da haben wir ihn. Besiegt haben wir ihn. Haben wir mal gezeigt, wie der Bunny, wie der Hase läuft. Wie der Bunny läuft. Jawohl. So, und jetzt? Jetzt darf ich wieder zurücklaufen. Ach hier. OP verfolgt uns schon wieder. Hallo OP. Ich meine natürlich, junger Mann. Wo ihr wandelt, da erblüht ja? Größe. Ich verbeug mich aber auch. Könnt ihr zwar nicht sehen, aber ich habe ihn genau nachgemacht mit seiner schönen Handbewegung. Handschützer, okay. Ringhandschuhe. Ziehen diese an, wir hatten sogar keine. Händler Lofro bei Fußteich. Na dann, gehen wir mal zu Händler Lofro zu Fußteich. Oh, wie schön. Oh, Schildkröten. Für Schildkröten hier sowieso sehr schön. Beziehungsweise, ich mache jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Ja, ich weiß, wir haben jetzt nicht so viel geschafft. Ich bin noch ein bisschen verplant. Ich muss mal wieder reinkommen ins Spiel. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir nicht zu lange die Aufnahmen machen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und guckt nächstes Mal wieder rein. Ich verspreche, ich werde ein bisschen mehr Gas geben und nicht so viel rumtrödeln. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Alkira.